gibt ja leichte Wörter, Otto zum Beispiel, genau. Das ist vorwärts wie rückwärts wahrscheinlich. Dann ja, gut, ich auch, auch, muss ich dabei sein. Wird auch, auch falsch gemacht. Wird falsch gemacht, weil Otto wird rückwärts gesprochen, Otto. Müssen wir eben ausprobieren. Ich sag mal eben Otto, so genau. meine Version. Otto. Wo ist noch? Jetzt müssen Sie mal, ich nehme mal Ihren Otto rückwärts auf. Ja, ja bitte ab jetzt. Otto. Der klingt so. Otto. Näher dran. Ja, aber die Betonung Otto. Ist ja anders. Ne? Ja. Es ist nah am Asiatischen. Haben Sie ja schon mal drüber nachgedacht? Das stimmt. Ich war vor 2 Jahren im Fernsehen, wie gesagt, bei einer Sendung. Da saß der Comedian Matze Knob. Mhm. Und der sagte auch, das hört sich absolut chinesisch an, wie Mandarin, sagte er. Ne? Das war total lustig, weil das ist dann wirklich in der Sendung eskaliert mit Rückwärtssprechen, das war nicht so eingeplant. Aber das habe ich schon öfter gehört, merke ich manchmal selber auch. Es gibt so Wörter, so wie Backkakao, habe ich immer mal gelesen im Lidl beim Einkaufen. Muss dabei sagen, ich gehe einkaufen, ich lese und spreche direkt rückwärts. Ich kann gar nicht anders, es ist wie ein Zwang, sage ich immer. Da steht dann Backkakao und wenn man das rückwärts spricht, Sie können es ja auch mal versuchen. Ich nehme es mal gleich auf, ja, Sie wissen, worauf das hinaus. Ich nehme jetzt, bitte, jetzt, ja. Wakakab. Wakakau. Ja. So hat man dann auch immer wieder viel zu lachen. Ich sage, rückwärts sprechen ist eigentlich auch immer wie Therapie für mich. Also, man sieht mich auch eigentlich nie, so gut wie nie schlecht gelaunt. Ich bin sowieso ein positiver Mensch, aber man hat auch wirklich viel Spaß auf Geburtstagen und so damit. Das glaube ich, das ist so ein bisschen wie, wenn man richtig gut Kartentricks kann oder so. Genau. Das ist ganz ähnlich, man kann damit sofort Spaß machen. Aber wurden Sie denn schon mal von einem Chinesen angesprochen, der da mit Ihnen ins Gespräch kommen wollte, weil er zum Beispiel Ihren Backkakao rückwärts gehört hat? Nee, so sind wir noch nicht gekommen, aber wer weiß, was noch kommt, ne? Hilft diese Fähigkeit, besser durchs Leben zu kommen? Sagen wir mal so, dadurch, dass ich das kann, vertiefe ich mich viel in Buchstaben, Zahlen und so weiter. Ich bin ja vom Beruf auch, wie gesagt, Werbetechniker. Wenn ich zum Beispiel den Wort lese, Hochleistungsluftreiniger hatte ich vor kurzem, Reginiat Fools Knutzial Ho. Man intensiviert die Sprache. Das geht nicht einfach so durch. Also